In den 50er Jahren explodierten alle ein bis zwei Wochen Atombomben. Die ärztliche Friedensorganisation IPPNW hat für ihre Arbeit gegen Atomwaffen vor 30 Jahren den Friedensnobelpreis erhalten. Die IPPNW setzt sich ein für eine Welt ohne atomare Bedrohung, für eine Welt in Frieden, für eine Medizin in sozialer Verantwortung. Wir demonstrieren hier und fordern, dass der Krieg beendet wird. Begründer und Präsidenten der Vereinigung, den amerikanischen Arzt Bernard Laun und den sowjetischen Arzt Jewgeni Tschasow. Die IPPNW hat 1985 den Friedensnobelpreis bekommen. Das hat zu einer unwahrscheinlichen Euphorie innerhalb der Bewegung geführt, eine Anerkennung unserer Arbeit, und natürlich haben wir als Organisation sehr davon profitiert. Guten Tag! Wir sind die internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs, IPPNW e.V. Meine Motivation, in der IPPNW zu sein, ist halt eben nicht nur Symptome zu bekämpfen oder bekämpfen zu können, sondern dass man auch aufgrund von Analysen an die Ursachen der Probleme herangehen kann. Die IPPNW ist eine der größten Friedensorganisationen Deutschlands und ich denke, zu Frieden gehören auch die Flüchtlingsarbeit mit dazu. Und ich bin sehr stolz, dass wir diese Flüchtlingsarbeit schon seit Jahren machen und jetzt auf unsere Erfahrungen und unsere Kontakte zurückgreifen können. Ich denke, dass eine Stärke der IPPNW und ihrer Arbeit ist, dass wir Ärztinnen und Ärzte sind und dass wir den Ethos haben, alle Menschen gleich zu behandeln, unabhängig davon, ob sie jetzt Flüchtlinge sind oder eine Sozialversicherung haben und einen deutschen Pass haben. Ich bin der festen Überzeugung, das, was Menschen in verschiedenen Ländern politisch trennt, das können wir innerhalb unserer Berufe überwinden. Die IPPNW ist dafür, finde ich, ein wunderbares Beispiel, weil sie unabhängig von allen anderen Unterschieden, über das humanitäre Anliegen, was wir haben, können wir uns mit unseren Kollegen in ganz unterschiedlichen Ländern verbünden und an einer gemeinsamen Sache arbeiten. Für mich ist es so eindeutig, dass militärische Gewalt nichts besser macht, sondern nur schlechter. Die großen Herausforderungen, denen wir stehen, können wir nur gemeinsam begegnen, indem wir auch unsere Kräfte bündeln. Aber genauso wie die grotesk hilflosen Rettungsversuche in Japan werden auch wir sagen müssen, wir Ärzte können euch in der Katastrophe nicht wirklich helfen. Uns ist wichtig zu betonen, dass in jedem einzelnen Schritt der nuklearen Kette Gesundheit und Umwelt massiv geschädigt wird. Und dass dies billigend von der Atomindustrie in Kauf genommen wird. Wie kann man eigentlich von einer sauberen Energie sprechen, wenn man nicht in Betracht zieht, den Uranabbau, der also viele Menschen krank macht, bis hin dazu, dass es schon große Unfälle gegeben hat und viele Menschen verstrahlt worden sind und man immer noch nicht mal weiß, wo man mit dem Atommüll hin muss. Es macht mich froh zu sehen, dass unsere einst als idealistisch verschriebene Forderung nach einer Energiewende zu 100% erneuerbaren Energien mittlerweile einen breiten gesellschaftlichen Konsens gefunden hat. Und noch ein Wort zur Verbindung zur Atomrüstung. Atomenergie ist das Ticket auf die Bombe. Es wurde zwar abgerüstet, aber es sind immer noch fast 2000 Atomwaffen auf höchster Alarmstufe, könnten innerhalb von wenigen Minuten die Erde vernichten. Ohne Hoffnung kann der Mensch nicht leben. Und das gibt mir auch Mut zur politischen Arbeit und an der Veränderung mitzuwirken.